Toleranz, Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander der Kulturen. Dafür haben am Montagabend rund 350 Menschen auf dem Northeimer Münsterplatz demonstriert. Gewappnet mit Transparenten und Plakaten waren sie dem Aufruf des Northeimer Bündnisses gegen Rechtsextremismus gefolgt. Wir verabscheuen jede Form von Rassismus, Gewalt und Ausgrenzung, lautete die zentrale Botschaft. Das betonten alle Redner in ihren Ansprachen. Wir treten ein für eine bunte und tolerante Stadt, in der Menschen nicht aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Kultur oder Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung ausgrenzt und abgewertet werden. Wir wollen in Northeim weltoffen und tolerant sein. Neben vielen Bürgern waren auch Vereinsvertreter und Politiker aus dem ganzen Landkreis dem Aufruf gefolgt. Viel Applaus gab es für den Redebeitrag der türkischen DİTİB-Gemeinde, die ebenfalls mit vielen Mitgliedern auf dem Münsterplatz vertreten war. Wir müssen lernen, Vielfalt als Reichtum anzuerkennen, Toleranz stärken und das gesellschaftliche Miteinander schaffen, so wie wir heute hier. Denn nur auf diese Weise können wir jede Art von Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Gewalt aus der Welt schaffen.